Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind, okay, immer noch in diesem Tempel oder so. Mein Sound ist laut, Alter. Oh, oh nein, nein, nein. Oh Gott. So, Trinity ist auch hier, ne? Genau. Trinity ist auch hier und wir versuchen immer noch die göttliche Quelle zu finden. Oh Gott. Okay. Steht da unten einer? Da unten steht doch einer, oder? Oder ist es eine Statue? Ne, die hängen die in der Luft? Oh lol. Da hinten ist auch gerade einer reingegangen. Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke. Okay, runter, einmal runter? Nee, gar nicht. Hoch. Ja, klar. Wow. Dass der uns nicht sieht, ey. Okay. Oh Gott, ey. Okay, dass der uns auch nicht gesehen hat, ist auch nice. Nein! Oh la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 l
Das war ein bisschen knapp, ne? Aber auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen knapp. Wieso ist Lara seitlich gesprungen? Also so ein bisschen schräg. So ein bisschen rechts zur Seite ist sie gesprungen gerade. Was? Warum? Okay. Das war richtig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nein. Oh, ich wusste es. Geh weg! Oh Gott. Alter. Oh. Ich glaube an einem Katapult. Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Ha, wusste ich doch. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jede Hilfe brauchen. Oh nee. Ich rück einfach nach vorne. Okay, hier ist noch einer. Baller dich selbst weg, genau. Doki, das ist super, das ist super, das machst du toll. Kannst du mal sterben, ey? Okay, den haben wir.
Alter, okay, komm. Einmal vorgehen. Geh weg. Danke. Ich brauche wieder Munition, ne? Habe ich irgendwie... Ja, jetzt habe ich wieder Munition bekommen. Okay, nice. Du musst in Deckung gehen. Wir schießen gleich und du bist da schutzlos. Ich muss weitermachen. Ich bin da dran. Ich muss da durch. Okay. Au! Okay, die sind down. Einfach wegballern alles. Bisschen heilen am besten, genau. Okay, komm. Okay. Den haben wir auch. Oh Gott, ich treffe halt einfach nicht auf den Kopf, ey. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Ja. War super. Okay, wir brauchen unbedingt mehr Munition, Alter. Warum bin ich denn so munitionslos? Ich komme mit meinen Tasten nicht klar gerade irgendwie. Kein Zurück mehr. Ach, ab hier gibt es kein... Oh, lol. Huh. Okay, einen Moment. Oh, Ärmel hochkrempeln. Genau. Seele aus dem Leib husten. Ah ja, komm. Gibt hier keine Lager mehr, das heißt, wir machen alles. Wir upgraden hier alles, was wir machen können. Und das war nur diese Tasche. Wow. Hopp, hopp. Hopp. Ja, nice. Okay, und rüberspringen. Heilige Scheiße, ey. Warum nicht? Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen's. Mach dich bereit. Okay, wo muss ich hin? Das ist jetzt die Frage. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment. Von hier aus werden wir ihn nicht treffen können. Ich weiß. Ich muss den Feuerball in der Luft treffen. Macht euch bereit. Oh! Wir laden das Katapult nach! Moment! Ich bin bereit! Los! Wir schießen! Nice! Wo ist er? Oh lol! Okay.
Ja, ich habe rechts da gerade auch gesehen, dass da wer schießt, ich weiß. Ach da! Oh nein, das ist ein Sterblicher. Okay, der ist besiegt. Danke. Pass auf, Lara. Er ist auf dem Weg zu dir. Da war eben noch ein Sterblicher, glaube ich. Oder? Nee. Ich bin noch nicht fertig. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Sind gleich bereit. Oh, lol. Munition! Man kann ja mal weggehen! Auf dein Signal! Ja, jetzt! 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 Ihr habt gehört! Feuer! Mein Schwanz ist eingeklappt! Du hast es gehört! Ist das dein Ernst? Ich konnte mich nicht bewegen gerade! Ist das... Das ist ge... Ist nicht dein Ernst, ey. Ohne Witz. Was soll ich denn da machen, wenn ich mich nicht bewegen kann? Was? Wie unfair. Alter, ist ja... nee, ist ja gar nicht unfair oder so. Nee, ach. Geh weg, Alter. Nee, das sackt. Das sackt übel. Mann, geh weg! Du da oben auch! Und du auch! Mann! Du auch! Ey, das ist so unfair! Das können die doch nicht machen, Alter! Das können sie doch nicht machen, Mann. Echt nicht. Aber sind wir trotzdem weitergekommen? Sieht gerade so aus, oder? Oh, lol. Die Kiste bleibt standhaft. Wir sind bereit, das Katapult abzufeuern. Ja, jetzt ist gut. Sophia, mach noch eine Ladung fertig. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Sind gleich bereit. Okay, wir haben's. Nee, ich will von denen irgendwie nicht gesehen werden, so. Obwohl, ich muss sie besiegen, ne? Scheint so. Scheint so, als müsste ich sie besiegen.
Den einen habe ich. Oh Mann, sie habe ich gesehen. Oh, hey. Okay. Ey, ich drück die ganze Zeit falsche Knöpfe, Alter. Wo denn? Warte. Da. Ey. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh! Okay. Who's Dennis Edsend? Mein Bogen! Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort wird zu ihrem Grab werden. Das glaube ich eher weniger, Alter. Kannst du mal... Alter! Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde! Ey, ich kämpf doch! Ich muss Objekte nutzen, okay. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund... Ich sehe Sie! Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Nein, tut's nicht. Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Oh, ich hab zu früh F gedrückt. Ups. Ups. Und nochmal. Oh. Cool. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Fahren Sie zur Hölle. Okay. Hätte man da wieder entscheiden können zwischen töten wir ihn oder lassen wir ihn am Leben? Und hätten wir einfach weiterrennen können? Ich weiß es nicht. Oh, das wäre mal interessant gewesen. Scheiße. Mann. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein. Das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam.
Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Aber ich nicht. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Alter. Huiuiuiui, das Ende, ey, ha. Der Preis der Wahrheit, Achievement freigeschaltet. Rise of the Tomb Raider. Was für ein Hammer-Game, ey. Wow. Nee. Echt jetzt. Frozen sands, through the flames of
Oh, dieses Game war Hammer, Leute. Grafik war übel gut. Das Spielerlebnis, also was alles passiert ist. Oh, joi. Diese Story, der Hammer. Es ist, oh. So manche Kritikpunkte habe ich. So wie das nach rechts jumpen, wenn man nach oben drückt an der Wand oder so. Aber ansonsten eigentlich nicht. So, ja, ein bisschen die Steuerung halt hätte man besser machen können. Aber es geht eigentlich. Schon super, ey. Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ja, wir lassen jetzt einfach die Credits ein bisschen durchlaufen. 26 Minuten schon, Alter. Mann, ich will die Credits nicht wegdrücken. Ich habe das Gefühl irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch irgendwas Cooles oder so eine letzte geile Cutscene oder so, ich weiß es nicht. Aber irgendwie will ich die Credits nicht wegdrücken. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Mach ich's? Ah. Obwohl, ich glaube, es ist gleich vorbei. Außerdem will ich die Sprecher nochmal sehen. Alter. Ich hatte meinen Kopf gerade weggedreht und meine Hand vor dem Mikrofon. Und trotzdem hört man das Husten. Das ist unglaublich ätzend. Okay, ich glaube, das ist... Ah, doch, ja. Michael? Ah, nee, Lord Croft, ich wollte schon sagen. Lara Croft, hä? Okay. Aber es waren, glaube ich, die Englischen, oder? Oder ist die Deutschen? Ich weiß es nicht. Okay, das war's. Oh. Sagtest noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein, noch nicht.
Hä? Okay, Leute. Das war's mit dieser fast letzten Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Hups, nein. Wir müssen aber noch, wie ich eben in Croft Anwesen gezeigt habe, sag ich mal, noch Laras Albtraum. Oh Gott, war das laut. Laras Albtraum. Neue Expedition machen. Und... okay. Ja, vielleicht geht es dann auch noch weiter oder so. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Spiel laden. Wo laden wir dann hier das Spiel? Egal. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.